Heute kam in FIFA die Flashback-SBC zu Karim Benzema raus. Wir schauen in diesem Video, ob sich die SBC lohnt oder eher nicht. Karim Benzema spielt für Real Madrid in der La Liga, er ist Franzose, hat 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot und die guten Arbeitsraten hochgering. Das sieht schon mal alles sehr top aus. Benzema hat hier auf jeden Fall ein sattes Tempo-Upgrade bekommen. 89 sind hier ziemlich gut. Dann sehen die Schusswerte auch ziemlich stark aus, die sind sogar besser als der Basted mit nur 85, er hat nämlich 88 bei Stellungsspiel und 88 beim Abschluss. Dann sehen die Passwerte auch voll in Ordnung aus, er hat 82 bei Übersicht und 82 beim kurzen Pass. Ziemlich stark ist Benzema dann noch bei den Dribblingwerten, die sind alle richtig gut, sind entweder knapp an der 90 oder über 90. Dann kommt bei Benzema noch ein gutes Kopfballspiel dazu und auch die Stärke ist mit 78 vollkommen in Ordnung. Benzema bringt also wirklich alles mit, was ein Stürmer braucht, man könnte ihn aber auch auf der 10 spielen. Neben den starken Werten bringt er noch ein Finesse-Shot-Trade mit und den Außenriss-Shot-Trade. Als Chemistry-Style würden wir bei ihm mit dem Hunter gehen, einfach um das Tempo nochmal ordentlich zu boosten und auch den Schuss. So sieht Benzema wirklich richtig stark aus. Lasst euch jetzt gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video bisher gefallen hat. Benzema kann man natürlich aufgrund der Liga und der Nation richtig gut verlinken. Er hat sogar 2 Perfect Links zu Mondi und Kamavinga, ansonsten aber auch zahlreiche Strong Links, zum Beispiel zu Fekir und es gibt auch richtig gute Karten von Real Madrid, wie zum Beispiel Eder Militao. Für die SBC hast du noch 6 Tage Zeit. Du musst 2 Teams abgeben, ein 83er Team, hier musst du noch einen Top-Neuzugangsspieler mit abgeben und ein 85er Team mit einem Inform. Der SBC-Preis ist gerade ein bisschen schwierig einzuschätzen, da du eben diesen Top-Neuzugangsspieler mit abgeben musst. Die Preise schwanken hier gerade ziemlich stark, das wird sich aber auch noch legen. Ohne diesen Top-Neuzugang kostet die SBC laut Footbin gerade so um die 80.000, dann muss man etwa noch 20.000 bis 40.000 draufrechnen. Allzu teuer ist die SBC aber nun nicht. Neben der Karte bekommt man sogar noch ganz gute Packs, wo man ca. 7 Sende Goldschwert daraus bekommt. Schauen wir uns mal Spieler mit ähnlichen Werten an. Es gab mal Simeone als SBC, der hat auch echt nicht so schlechte Werte, hat damals 40.000 gekostet. Dann sieht der normale Ronaldo in den Ingame-Sets ähnlich aus, der kostet halt satte 600.000, ist aber halt auch nochmal besser. Oder Immobile in der Live-Version für 140.000. Außer der Liga gibt es zum Beispiel Suarez, Rulebreaker, der kostet aber 500.000 und ist nicht unbedingt viel besser. Dann gibt es Joao Felix, der sogar 660.000 kostet. Und eine eher günstige Alternative ist Isak, wobei der beim Dribbling schwächer ist und auch bei der Linkbarkeit nicht vergleichbar ist. Kommen wir noch zur Community-Meinung. Ihr seid hier gerade relativ klar für machen, einfach weil der Preis hier echt top ist. Sollte man die SBC also ermachen oder lassen? Die Karte von Benzema sieht wirklich richtig stark aus und in-game ist die Karte auch nochmal besser, als die Base-Sets zeigen. Dazu ist auch die Linkbarkeit und die Arbeitsraten bei ihm top. Ähnliche Karten sind ziemlich teuer und außer La Liga gibt es nicht so viele in dieser Preisklasse. Wir würden hier auf jeden Fall machen sagen, der Preis ist für Benzema echt richtig stark. Was ist deine Meinung zu dieser Karte? Schießt du Benzema ab? Schreib uns das unbedingt in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.